dem Treffer ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer gleich jubel. Dieses Foto ist noch immer das Highlight, was ich bis jetzt an Fotos von mir gesehen habe. Im Anzug, das gefällt mir nicht so. Das bin nicht so ich, aber. Ja, gegen Dortmund hat meine Reise hier in Frankfurt begonnen. Weiß noch genau, bin erst selbst nicht so gut reinkommen, aber dann zweite Halbzeit. War ein ordentliches Spiel von uns, haben einen Punkt geholt. Ja, war, denke ich, ein guter Start. Ja, mein erstes Tor für die Eintracht gegen Donetsk war, ja, war natürlich überragend, gleich ich glaube, das war das dritte Spiel oder so. Gleich das Tor zu machen, kurz habe ich nicht gewusst, wohin laufen, da habe ich mal ein paar Tage was ankern können von den Mitspielern, weiß ich noch, bin ich mal nach rechts, aber ja, unsere Fans sind ja auf der anderen Seite, dann habe ich wieder umgedreht und dann ja, haben wir riesige Freude. Ich denke, war auch ein wichtiges Tor zum Weiterkommen. Ja, ich glaube, über das habe ich schon viel und oft gesprochen. Drückt meine Saison ein bisschen bei der Eintracht aus. Also die halbe war einfach eine coole Saison mit einem ganz zum Schluss dann wieder ein Happy End, dass wir die Europa League dann doch erreicht haben, aber das war natürlich bitter. Aber ja, dieses Foto ist noch immer das Highlight, was ich bis jetzt an Fotos von mir gesehen habe und ja, einfach traumhaft, gutes Licht und er ist natürlich auch ein Traum. Welcome back, Hindi. Ja, war natürlich eines der schönsten Gefühle, wieder zurück zu sein in Frankfurt. Ich habe noch nie gern so einen Videodreh gemacht wie den. Und als ich dann in den Stadion eingelaufen bin, war natürlich extrem. Werde ich nie wieder erleben, denke mal, sowas. Und deswegen, ja, bleibt es ewig in Erinnerung. Kann ich nur Danke sagen für den Moment. Ich denke, es war für viele andere auch ein schöner Moment, denke ich. Aber ja, einfach traumhaft, wo ich das Bild gesehen habe, wieder in dem Trikot zu sein, wo ich nach der letzten Saison wieder hin wollte. Ja, der Bruno Betzer, ja. Schön irgendwie und irgendwie eine gute Geschichte, wenn ich den Preis Eintracht Frankfurt zu verdanken habe. Natürlich auch an Trainer, an Leuten hier, an Mitarbeiter, an Fans, ohne die es natürlich nicht möglich gewesen wäre. Und dann kriegst du noch den Preis von einer Frankfurter Legende. Ist natürlich traumhaft, er hat auch einen richtig schönen Ehrenplatz im Anzug. Das gefällt mir nicht so. Das bin nicht so ich, aber sieht doch ganz gut aus. Und mal schauen, vielleicht, wenn es so weitergeht, wenn wir weiterhin eine geile Saison spielen, so wie die letzte, vor allem in Europa, dann vielleicht wird es ja wieder was mit dem Bruno. Ui, doch, bei Emotionen. Überragender Sieg natürlich. Nach dem Treffer ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer gleich jubel. Mir vorher nicht so aufgefallen, weil ich eigentlich nicht so viele Tore geschossen habe. Aber jetzt muss ich was ändern, weil jetzt kommt noch der ein oder andere Treffer sicher dazu die Saison. Muss ich ja meinen Torjubel ein bisschen üben. Aber das war natürlich ein überragendes Spiel, wenn man dann immer ansieht, wie der Pass daherläuft, ganz im Hintergrund und die Bayern-Spieler Kopf wegmarschieren. Ja, war überragend, das Gefühl, wenn man die Menschen da hinten sieht, das ist eigentlich richtig cool und was für ein geiler Sieg, bleibt auch ewig.